Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Heute bereits nach der Kingsiana Frankfurt Tour, wenn man so möchte. Ja, wir waren ja am Wochenende in Frankfurt zusammen mit Hugendubel im Hugendubel, und die Kingsiana hatten ein grandioses Wochenende. Man kann es gar nicht anders sagen. Es war zwar stressig und unglaublich viel Input und natürlich auch unglaublich viel Output, den man selbst so von sich gegeben hat. Aber es war ein grandioses Wochenende mit viel Zeit, die wir mit lieben Menschen verbringen durften. Angefangen natürlich mit uns gegenseitig sozusagen. Dann natürlich auch all die Leute, die am Samstag zu uns in die Filiale, in die Hugendubel-Filiale gekommen sind. Und natürlich auch den tollen und lieben und wissensweitergebenden Mitarbeitern in der Hugendubel-Filiale am Steinweg. Es war einfach bombastisch und es war wirklich großartig. Es war ganz anders, wie ich mir vorgestellt hatte, und doch genauso, wie es sein sollte, wenn das jetzt irgendwie einen Sinn macht. Es war ein ganz, ganz tolles Wochenende. Es wird dazu bestimmt einige Videos auf unseren Kanälen geben. Ihr habt es ja bestimmt auch schon auf den Insta-Stories verfolgt, auf Facebook, auf Instagram. Überall wurde von uns schon berichtet. Wir waren da wirklich sehr bemüht, aktiv zu sein, auch wenn man natürlich tatsächlich auch die Zeit einfach so für die echten Momente genießen möchte, nicht immer durch eine Kamera gucken möchte. Zumindest ich bin ja gar nicht der klassische Vlogger, der da Dinge den ganzen Tag filmt und fotografiert. Und ich habe es gerade am Samstag gemerkt, dass das gerade so nachmittags umso mir doch ein bisschen, ich da ein bisschen faul war, weil ich einfach die Gespräche, die Momente mit den Menschen genießen wollte. Und es hat auch mit unseren Anreisen alles super geklappt. Und auch, wir sind auch alle heile zurückgekommen, was ganz, ganz wichtig ist. Und es begann ja am Freitag dann wirklich so ein bisschen mit Frankfurt erkunden, unserem Hotel. Wir haben die Hugendubel-Filiale schon kennengelernt, in der wir sind. Und es ist ja eine vierstöckige Filiale, und es ist bombastisch. Ich selbst habe ja keinen Hugendubel in der Nähe. Und es war wirklich Wahnsinn, wie anders es dennoch ist zu den Filialen und auch, also die ich kenne, ich war schon in Erfurt und in Nürnberg und in München, und natürlich auch so ein bisschen, wie das Gefühl anders ist als zum Beispiel zu anderen Buchhandlungen, unter anderem eben auch zu meiner, die in meiner Stadt ist. Und ja, wir hatten ganz, ganz tolle Ansprechpartner, Buchhändler, die ihr Wissen ganz toll an uns weitergegeben haben, was wir dann wirklich auch Samstagvormittag erleben durften, so eine kleine Buchhändlerschulung, wo wir so in Zweiergrüppchen auch einfach mal blöde Fragen stellen durften. Und nachmittags war dann ja unser Treffen mit euch. Wir haben euch beraten. Es gab einen Kingsiana-Empfehlungstisch, und all die Bücher, die darauf lagen, findet ihr, guckt einfach mal in die Infobox, findet ihr jetzt auch einfach immer als Link unten bei mir in der Infobox. Ich packe den ab heute einfach in jedes Video mit rein, da könnt ihr vorbeischauen und könnt da einfach mal gucken, was empfehlen die Kingsiana. Und wer dann Lust auf ein Buch hat, entweder bei uns einfach mal in die Rezension gucken, in die Bücherwochen, in die Monatsrückblicke, oder auch gerne einfach fragen, wenn ihr da irgendwie noch Wünsche, Anregungen braucht oder euch da irgendwie eine Info fehlt, dann kommt gerne auf uns Kingsiana zu. Und Samstagabend gab es dann ja auch unseren Hangout. Auch den packe ich jetzt einfach schon mal in die Infobox. Solltet ihr nicht live dabei gewesen sein, lassen wir den natürlich online. Es war technisch schon ein bisschen eine Herausforderung, und wir waren ja nachts in der Buchhandlung und konnten euch da tatsächlich auch mitnehmen. Wir haben die drei Seiten aus dem neuen King vorlesen dürfen, und wir haben auch Challenges gemacht, wo dann natürlich auch der Chat gefragt war, und es war einfach super lustig. Es war total anstrengend, aber es war lustig, und wir sind danach auch wirklich einfach nur noch müde ins Bett gefallen. Und Sonntag früh haben wir dann auch die ruhige Filiale für uns ganz alleine gehabt und die Zeit genutzt, um noch zwei Challenges zu drehen, die jetzt auch in nächster Zeit dann einfach online kommen. Und die mir auch mega gefallen hat, weil da auch wirklich mega geile Bücher dabei sind. Und die seht ihr dann natürlich theoretisch schon in den Neuzugängen. Das überlege ich jetzt tatsächlich. Ich möchte ja die Challenges nicht spoilern, wenn ich die Neuzugänge sozusagen drehe. Mal gucken, wie wir da jetzt online gehen. Vielleicht splitte ich dann tatsächlich die Neuzugänge ein bisschen unkorrekterweise in Mai und Juni auf. Einfach
ja, ich glaube, es ist nicht so schön, wenn in den Neuzugängen schon alle Frankfurt-Videos, Bücher zu sehen sind und ihr aber in den Challenges eigentlich ja noch durch die gar nicht wisst, welche eingezogen sind. Das nimmt bei der ein oder anderen Challenge dann vielleicht schon den Charme, aber da lasst euch mal überraschen, das ist ja theoretisch auch nur eine Statistik, die man ja so gefühlt für sich selbst führt. Also von daher, ja, nichtsdestotrotz, dieses geilen Wochenendes werden wir uns jetzt einfach der Bücherwoche allgemein widmen, denn es wird noch so viele Videos auf unseren Kanälen geben und in 6 Wochen oder ja Ende Juni, am 30. Juni ist ja dann auch schon Berlin, wo wir ein Booktuber-Treffen am Nachmittag haben und abends ist ja dann das King Ted gibt. Also alle, die nach Berlin kommen, plant ein, dass es Samstagabend länger wird, denn wir haben hier ja unsere Veranstaltung und am besten ja, hängt ihr da auf Samstagabend einfach eine wunderbare Hotelnacht mit an, wenn für euch das irgendwie möglich ist, damit ihr dann auch beim King Ted sozusagen dabei sein könnt. In dieser Woche habe ich 2 Bücher gelesen, ein halbes Buch zu Ende gelesen und ein Buch auch abgebrochen. Und mit dem starten wir, denke ich, auch so gefühlsmäßig gleich war das erste, was ich im Grunde beendet habe. Nämlich der dritte Teil der Cain und Abel-Reihe Kains Erbe von Jeffrey Archer. Und jetzt werden alle, die in den letzten Wochen, Monaten hier auf meinem Kanal waren, wahrscheinlich groß die Augen aufdrehen. Oh Gott, Steffi hat dieses Hörbuch abgebrochen. Wie kann das sein? Und ja, ich war genauso entsetzt. Aber dazu natürlich dann mehr. Dann habe ich mich dieser Woche dem Wälzer schlechthin zugewidmet. Und zwar den dritten Teil von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ich möchte ja in diesem Jahr die komplette Reihe rereaden. Und wir nehmen uns ja auch in der Leserunde, die ihr auch unten in der Infobox findet, nehmen wir uns ja dieses Buch vor. Jeden Monat einen Teil. Und das ist ja so ein freies Lesen. Das Buch wird ja eingeteilt. Und ich habe mich dieser Woche dieser schönen Schmuckausgabe gewidmet. Dann habe ich beendet Sarah von Stephen King und wir passen gefühlt heute farblich auch ganz gut zusammen. Auch das haben wir gemeinsam gelesen und ich war, glaube ich, schon Donnerstag fertig, weil ich wusste, dass ich es Freitag nicht mitnehmen werde auf die Fahrt. Und habe da im Grunde den Tag eher es beendet. Und am Abend des Donnerstags habe ich dann noch beendet mein wunderbarer Buchladen am Inselweg von Julie Peters. Ich war ja so ein bisschen in diesem Wohlfühl-Buchhandlungsinsel-Gefühl so drin. Zumindest was die Bücher angeht. Und da war mir natürlich auch ein bisschen danach. Wir starten aber wie gewohnt immer der Reihe nach. Es gibt dann auch noch was über eine kleine Serie zu erzählen und einen Neuzugang aus Frankfurt, den ich einfach schon jetzt erzählen möchte. Und wir fangen aber ganz langsam und gemach von vorne an mit der Cain und Abel-Reihe Cains Erbe von Jeffrey Archer. Es ist der vermeintlich dritte Teil und abschließende Teil dieser Reihe. Die Reihe wurde ja komplett überarbeitet, neu herausgebracht. Ist ja, glaube ich, ursprünglich aus den 70er, 80er Jahren. Und es gibt auch eine Serie dazu oder ein Minifilme. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es genau war. Oder ein Zwei-Dreiteiler, auf den ich dann auch schon sehr gespannt bin, auf den ich mich dann auch freue, mir den anzugucken. Und ich bin ja ein großer Fan von Jeffrey Archer. Gerade die Clifton-Saga hat mich ja total gepackt. Und so fand ich es ganz schön, dass ich mit einer anderen Reihe direkt weitermachen konnte. Fand ja auch den ersten Teil sehr gelungen, der Cain und Abel-Reihe. Also Cain und Abel, das ist, glaube ich, der erste Teil. Mochte ja auch den zweiten Teil, Abels Tochter. Da musste ich ja schon sagen, dadurch, dass gefühlt das erste Drittel nur Wiederholungen aus dem ersten war, war das natürlich ein bisschen unspektakulär, aber Archer kann einfach schreiben und für mich einfach schreiben. Er kann erzählen, er kann Charaktere bilden, er kann die Zeit rüberbringen, er kann dieses Historische mit, was halt wahr war, wirklich auch mit Geschichte kombinieren. Und da hat mir deswegen auch der zweite Teil gut gefallen und beim dritten war ich jetzt leider einfach nur enttäuscht. Ja, die sprachlich liegt es nicht an Richard Barenberg. Ich habe schon wieder den Sprechernamen vergessen, aber ich glaube ja, ne? Richard, gelesen von Richard Barenberg. An dem liegt es definitiv nicht, sondern es liegt an der Story. Und nach ein bisschen Recherchieren sind wir so dahinter gekommen, dass das Buch ursprünglich das allererste Buch von Jeffrey Archer war und das Attentat hieß.
So ist zumindest der recherchierte Eindruck. Und man bekommt so ein bisschen rausgehört, dadurch, dass dann diese Cain und Abel-Reihe relativ erfolgreich war und man da eben auch einen dritten Teil wollte, hat man das Attentat ein bisschen umgeschrieben, dass es mehr oder weniger die Charaktere wieder aufgreift, die wir eben aus Teil 1 und 2 kennen. Und hat das im Grunde abgewandelt. Denn es geht hier in diesem Buch eben um ein Attentat auf das Staatsoberhaupt der USA, das wir im Grunde aus Teil 2 der Reihe schon kennen. Und es ist eher ein Politkrimi, wie man über dieses Attentat etwas erfahren hat, wie man es verhindern muss, wie auf all die, die davon wissen, im Grunde verschwinden und wie man eben versucht mit FBI, CIA, wie sie alle heißen, dieses Attentat im Grunde irgendwie aufzuklären oder zu vermeiden oder also es gar nicht dazu kommen zu lassen. Und ich muss ehrlich sagen, es ist nicht ganz mein Thema. Also ich weiß, dass die Amerikaner immer sehr getroffen sind, was natürlich das Attentat auf John F. Kennedy betrifft. Darüber finde ich tatsächlich Bücher auch ganz spannend. Einfach irgendeinen Präsident herausnehmen und die Geschichte so hinbiegen, dass es in der Ende, das finde ich irgendwie blöd. Also das, dann sollte man eben auch einfach John F. Kennedy nehmen und das, wobei darüber weiß man halt gefühlt alles, wenn man sich damit beschäftigt. Aber ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte eben einfach einen dritten Teil erwartet. Ich wollte die Charaktere wieder treffen. Ich wollte wissen, wie es weitergeht, wie es vielleicht den nächsten Generationen geht. Und das Problem wäre natürlich hier schon gewesen mit den nächsten Generationen. Dadurch, dass wir ja hier schon im zweiten Teil relativ nah an unserer Zeit waren, hätte man ja im Grunde Science Fiction schreiben müssen sollen können. Was man vielleicht noch 10 Jahre hätte tun können oder ein bisschen weiterziehen können, aber viel mehr wäre natürlich nicht gewesen, wenn die Charaktere also ihr versteht. Mir hat es leider nicht gefallen. Also ich habe, glaube ich, knapp bis zur Hälfte gehört und dachte mir einfach, ich will keinen Polit-Thriller lesen. Oder es ist gar kein Thriller, es war eher ein Krimi und das fand ich noch schlimmer dabei. Und nur hinter dieser Vorsetzung, dass da irgendwas mit Cain und Abel mal irgendwie was zu tun hatte. Hätte ich es einfach als eigenständigen Polit-Krimi gelesen, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Ich glaube, dafür war es wirklich gut geschrieben. Aber wenn man natürlich auf den dritten Teil einer Reihe wartet und liest auf einmal etwas ganz anderes, dann passt das, also in meinem Kopf hat das nicht irgendwie zusammengehört und nicht zusammengepasst. Und ja, deswegen habe ich das auch abgebrochen. Ja, ich habe jetzt noch von Jeffrey Archer Berg der Legenden hier, wo es ja um die Mount Everest-Besteigung geht. Das ist aber schon eher was für den Winter und vielleicht hat ja da der ein oder andere auch Lust mitzulesen. Ich könnte mir das vorstellen, dass man das auch in der Dan Simmons-Gruppe zum Beispiel gemeinsam liest. Und im Januar kommt dann ja auch schon sein neues Buch heraus, was auch wieder so in diese Familiensaga-Richtung geht. Und ich bin da auch sehr, sehr gespannt, wie das im Grunde so wird. Und ja, ich werde Jeffrey Archer weiter verfolgen, vielleicht auch mal gucken, was mich sonst von ihm anspricht. Und ich glaube, dass der Mann erzählen kann, dass er schreiben kann. Das hat er mit der Clifton-Saga definitiv für mich bewiesen. Vielleicht sollte man eben auch einfach nicht zu einem vorangegangenen Buch greifen, wenn der Autor einfach schon weiter war, als man ihn kennenlernte. Also es ist ja leider oft so, dass dann die älteren Werke, also dass man die Entwicklung eben einfach merkt. Und gut. Ich glaube, über ein abgebrochenes Buch, man muss gar nicht so viel darüber sprechen. Ja, ich glaube, ich muss auch zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban von J.K. Rowling gefühlt gar nichts mehr erzählen. Es ist der dritte Teil der Reihe. Jeden Monat greifen wir uns ein Buch. Das heißt, jetzt im Mai haben wir eben den dritten Teil gelesen, im Juni den vierten. Und den werde ich jetzt auch nächste Woche einteilen. Dann auch die Einteilung natürlich wieder in der Lesegruppe sozusagen teilen. Und ich werde den vierten Teil, überlege ich tatsächlich in Englisch zu lesen, weil es gibt ja keine Schmuckausgaben mehr. Ich muss mal gucken. Den fünften Teil würde ich unglaublich gerne hören, weil das ist ja auch wirklich ein Wälzer, wo ich mir so ein bisschen vorstellen könnte, dass ich endlich auch mal Harry Potter höre. Und wir haben ja hier ein freies Lesen für alle die vielleicht noch Lust haben einzusteigen. Das heißt, es gibt keine Tage, wie es ja vielleicht sonst bei Lesegruppen so üblich ist, sondern es gibt eben Leseabschnitte und jeder kann so viel lesen, wie er möchte. Ich habe teilweise 3 Leseabschnitte an einem Tag gelesen, gerade am Wochenende, weil den Wälzer nimmt man natürlich auch nicht mit. Habe aber immer, wenn der Leseabschnitt endete, im Grunde in die Facebook-Gruppe geguckt, habe meine Gedanken dazu erzählt
Und ich glaube auch einfach, dass das dieses freie Lesen einfach das auch sehr angenehm macht, da einfach mitzumachen. Man kann ja auch jederzeit einsteigen. Ich sehe jetzt immer noch Kommentare zu Band 1 und 2 und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, dass man sich da austauscht. Man sieht, welches Buch es ist. Ich versuche immer, das Bild im Grunde mit einzufügen, der aktuellen Ausgabe, des aktuellen Bandes, der jetzt im Monat dran ist, sodass man sich im Grunde nicht spoilert. Aber jeder, der jetzt bei diesem Reread mitmacht, hat ja vielleicht auch Harry Potter schon gelesen und würde sich jetzt gar nicht spoilern. Aber ja, ich finde auch, der dritte Teil ist grandios illustriert. Es ist eine wunderbare Schmuckausgabe. Ich habe sie super, super gerne gelesen und es ist ein ganz anderes Lesen, wenn man einfach wunderbare Bücher dabei hat, wenn man einfach, ja, ein wunderbarer Lesegenuss, natürlich samt Bildgenuss, und es sind wirklich wunderbare Illustrationen mit enthalten. Die einzigen, von denen ich so ein bisschen jetzt enttäuscht war, war tatsächlich Fred und George, die für mich gar nicht gefühlt so ausgesehen haben, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und ich da auch tatsächlich die Schauspieler sehr gelungen finde. Ich zeige euch einfach hier mal so ein paar Bilder. Also ich finde, die Schmuckausgabe lohnt sich absolut. Ich habe jetzt schon irgendwo gelesen, gehört, dass der vierte Teil wohl gar nicht dieses Jahr mehr erscheint, sondern erst nächstes Jahr. Was ein bisschen schade ist, dass man das jetzt nicht im Jahresrhythmus macht. Aber ich denke, es liegt auch einfach daran, dass es ja dieses Jahr 20 Jahre Harry Potter bei Carlsen gibt. Es halt einfach auch so ist. Und man ja sowieso diese neuen Ausgaben sich im Grunde zulegen kann. Und was ich sehr cool fand, ich habe im Bubendubel in der englischen Abteilung gesehen, dass es ja, Häuser-Versionen gibt. Also da lag der Stein der Weisen in 4 Ausgaben, in Rot, Blau, Gelb und Grün. Und man kann im Grunde sagen, ich bin ein Gryffindor, ich habe jetzt den ersten Teil in Rot. Theoretisch hätte man dann irgendwann wahrscheinlich alle roten, also Bücher alle in Rot da liegen. Finde ich sehr, sehr geil. Die Vorstellung, dass sich jemand alle 4 ersten Teile zulegt und am Ende 28 Bücher hat, ist aber schon gruselig. Von daher, der Inhalt ist ja derselbe. Und fand ich aber toll, hat mir wirklich gut gefallen und ich habe die Schmuckausgaben sehr, sehr genossen und finde schade, dass es bisher halt nur die 3 gibt, aber vielleicht folgen die restlichen ja nach. In der letzten Woche schon angefangen und diese Woche beendet, habe ich Sarah von Stephen King. Also wir haben jetzt sozusagen die zweite Hälfte des Buches gelesen und erhält da so ein bisschen die Info, dass das Buch inspiriert wurde, beziehungsweise dass sich Stephen King hat inspirieren lassen von Rebecca von Daphne du Maurier. Ich hoffe, man spricht sie so aus, dass ich ja lustigerweise auch auf dem Sub habe. Denn es geht hier, ja, wie es der Name sagt, natürlich um Sarah. Das ist ein Landhaus am Ufer des Darkscore Lake. Und in diesem Haus passieren geisterhafte Dinge. Gleichzeitig begleiten wir den Autor Michael. Wir erleben auf den ersten Seiten sein Leben, wie es ist als Autor, wie es ist mit seiner Frau zu leben, was diese Liebe für sie bedeutet. Und erleben dann leider auch den Tod seiner Frau, was nicht nur das Ende seiner Ehe bedeutet, sondern auch so ein bisschen das Ende seiner Kreativität, seines Autorenlebens. Denn er hat im Grunde eine Schreibblockade und kann nicht mehr schreiben. Er hat zum Glück aber so noch das ein oder andere Büchlein in der Schublade, dass das anfangs gar nicht so auffällt. Und dann zieht er sich eben an diesen See zurück und versucht da eigentlich wieder in Schreiblust zu kommen. Doch es kommt dort alles anders, denn in diesem Haus gehen merkwürdige Dinge vor sich. Überhaupt geschehen merkwürdige Dinge dort, denn wir treffen hier auch auf Matty und die kleine Key, die so ein bisschen ihre Probleme haben mit dem Großvater von Key, was im Grunde der Schwiegervater von Matty ist. Und wir haben hier auch so ein bisschen ein juristisches Drama, einen Sorgerechtsstreit. Und irgendwie das Gefühl, wir lesen hier eigentlich einen Grisham und keinen King. Der Anfang der Geschichte hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es wieder toll, wie King mit Nebensächlichkeiten umgeht, als wären sie wichtig, als wäre es spannend, dass man überlegt, was muss man sich merken, was wird irgendwann wichtig, was wird interessant. Und das macht King für mich einfach immer grandios. Er erschafft eine Atmosphäre, er erschafft so eine Welt, die zwar unsere ist, aber die Beobachtungsgabe, die dieser Mann hat, ist einfach grandios. Man kann es nicht anders sagen. Der Anfang, der Einstieg, den fand ich wirklich mega. Doch dann, als dieses ganze Anwaltsgedöns kam, dieser Grisham-Teil, dachte ich mir, wo geht das hin?
was sollte das? Klar, löst es sich irgendwie auf am Ende, aber das war schon sehr zäh. Es war manchmal sehr langweilig. Man hat sich ständig gefragt, warum und wie und wo und was. Und konnte es irgendwie nicht so richtig fassen. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr schade, weil ich so mittendrin mal 300 Seiten waren doch ein bisschen langweilig. Doch dann, als es endlich zur Auflösung ging, kamen wieder King-Momente, kamen Gänsehaut-Passagen und es wurde einfach gruselig und düster und dunkel und es nimmt einen ein und man ist dann in den Bann gezogen. Und so habe ich dann letzte Woche auch wirklich halt so ein bisschen versucht, sowieso schon aufzuholen, damit ich den Freitag im Grunde herauslese, weil ich eben wusste, dass ich wegen einer Passage das Buch nicht mit auf Reisen nehmen werde. Und es war auch ganz gut so. Und ich habe dann halt auch so das Ende, zack, in einem gefühlt weg. Und das war wirklich toll. Also das Ende war dann wieder King, wie ich ihn liebe, wie ich ihn grandios finde. Ich mag einfach seine Dialoge, ich mag seine Art, wie er die Welt sieht, wie er sie rüberbringt, mit welchen Worten er sie beschreibt, wie er Charaktere zum Leben erweckt, wie er sie greifbar macht, wie er Atmosphäre erschafft. Dieses Haus, man hat ja im Grunde erwartet, dass man hier Geister findet, Gruseliges, und man stellt sich so darauf ein und bekommt zwar irgendwie auch das, was man erwartet, aber auf einer anderen Seite ist es dann doch wieder ganz anders, als man es erahnt hätte, und es war wirklich mega gemacht. Es ist für mich ein okayer King. Es ist jetzt nichts Grandioses, wo ich sagen würde, wäre nochmal ein Reread, würde ich in meine Top 5, 6 meiner liebsten King-Bücher aufnehmen. Das nicht. Ich habe es gelesen. Es war gut. Es war vom Meister. Und es hat einfach auch Spaß gemacht. Und man merkte schon, dass man in den Bann gekommen ist. Denn es gab für mich gar nicht den Moment des Abbrechens. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt schon je einen King abgebrochen habe. Oder pausiert. Gefühlt glaube ich nicht. Aber auch hierzu gibt es, soweit ich weiß, eine zweiteilige Filmverfilmung, The Bag of Bones and irgendwas, wie das Buch im Grunde auch im Original heißt. Bag of Bones, also Tasche von Knochen sozusagen, Taschen voll Knochen. Weil ich überlege, das hätte tatsächlich auch namentlich besser gepasst als Sarah. Ja, natürlich steht für mich jetzt so die Überlegung, ob ich auch Rebecca mal zur Hand nehme. Vielleicht finden sich ja da die Sarah-Leser und denken sich, oh, wir lesen uns mal die Geschichte, die King inspirierte, hierzu durch. Ich weiß gar nicht, ob das ziemlich am Anfang irgendwo stand oder hinten in der Erklärung. Er hat hier vorne sogar etwas zitiert und aus diesem Buch. Ich finde es einfach, also ich muss sagen, man kann natürlich zu King, wirklich schlecht sind für mich ja tatsächlich eher nur die Richard Beckman Bücher, das ist ja wirklich so gar nicht meins, bis auf die Verurteilten und war das Beckman und Thinner ist glaube ich auch Beckman. Man kommt da irgendwie durcheinander, für mich ist das alles King. Nichtsdestotrotz, ich habe Todesmarsch zu Ende gelesen, ne? Ja, ich überlege gerade, ob ich was abgebrochen habe, aber vielleicht sollte man sich da mal eine Liste machen. Ja, es ist durchaus empfehlenswert. Ich finde, ein okay King-Buch ist durchaus noch besser als so manches sehr gute Buch von einem anderen Autor. Das klang jetzt aber schon sehr... Ja, ihr wisst, wie ich es meine. Was soll ich auch als Kingsianer anderes sagen? Von daher hat mich auch sehr gefreut, dass wir das gemeinsam gelesen haben. Und ich denke mal, dass vielleicht in diesem Jahr noch ein gemeinsamer King auf der Liste steht. Ich würde ja unglaublich gerne Wahn lesen, was hinter mir steht. Mal gucken, ob das vielleicht auch in der Lesegruppe von Michi klappt. Ihr findet auch die natürlich unten in der Infobox. Und das letzte Buch der Woche ist dann Mein wunderbarer Buchladen am Inselweg von Julie Peters. Ja, mir war weiterhin nach Insel, auch wenn ich jetzt einfach merke, dass das Thema Geschäfte an der Insel, egal ob Bäckerei, ob Buchhandlung auf einer Insel oder an Land, dass ich jetzt so denke, jetzt ist tatsächlich auch erstmal wieder gut. Ich glaube, ich muss jetzt mal einen Monat oder zwei davon auch Pause machen und werde, denke ich, dann tatsächlich eher wieder so im Hochsommergenuss eher dazu greifen, wenn man dann eben wirklich einfach in der Wiese liegt, im Garten, am See liegt und da einfach ein bisschen Hörbuch hört. Ja, die Geschichte spielt auf der Insel Spiekeroog.
ich habe immer keine Ahnung, wie ich die aussprechen solle, in der Nordsee. Und wir begleiten Frike, eine junge Frau, die einen Auftrag bekommt, dort im Grunde etwas zu recherchieren, denn sie ist Journalistin und sie soll das Leben auf dieser Insel im Grunde so ein bisschen, ja, oder so etwas dort eben herausfinden und darüber dann im Grunde auch was schreiben. Sie trifft da ihren Vater, mit dem sie im Leben eigentlich noch nichts groß zu tun hatte und auch hat, und wird von diesem komplett überrumpelt, denn der möchte auf einmal Teil ihres Lebens werden. Dazu gibt es auch ein, zwei Gründe, die ich aber nicht spoilern möchte. Und das überfordert Frike doch recht, doch sie trifft dort dann auf einen etwas skurrilen, aber charmanten Forscher und erinnert sich dann beim Besuch der Inselbuchhandlung daran, dass sie Menschen eigentlich schon immer mit Büchern gerne glücklich gemacht hätte oder gerne machen wollte. So lernen wir eben die Insel kennen, Frike, das Leben in der Insel, die Buchhandlung. Wir lesen wieder etwas über Bücher, was ich ja unglaublich gerne tue. Und das ist so ein bisschen die Grundgeschichte dieses Buches. Es hat mich jetzt tatsächlich nicht so vom Hocker hauen können. Bisher ist mein absoluter Favorit die Inselbuchhandlung. Ich finde die von Janne Mommsen, das war dieses Jahr wirklich so mein Highlight, was er dazu geführt hat, dass ich wirklich in dieser Art Genre weitergelesen habe. Mir hat auch die Bäckerei, der erste Teil, unglaublich gut gefallen. Und jetzt merke ich einfach, ach, irgendwie ist halt doch alles dasselbe. Ja, ich glaube, es ist einfach das Problem, wenn man viel Leser ist und nicht nur eine Geschichte pro Jahr oder zwei liest, sondern jetzt im Grunde in 4-6 Wochen 4 Geschichten gelesen hat, dass man irgendwann denkt, ah ja, okay, jetzt ist dann auch mal wieder gut. Es ist sprachlich sehr schön erzählt. Ich finde, es war sehr bildhaft. Man konnte sich Spiekeroog sehr, sehr gut vorstellen. Man bekommt ein Gefühl dieses Insellebens, was da anders ist als in der Stadt, auf was man achten muss, was beachtet werden muss, je nachdem natürlich so vom Wetter und ob Touristen gerade da sind oder nicht. Und das ist natürlich was man als Städter überhaupt nicht kennt, wo man gar kein Gefühl für hat, was sich spannend lesen lässt, was man interessant findet, was auch Spaß macht kennenzulernen. Und man stillt halt so ein bisschen das Fernweh, weil man eben ein Teil dieser Insel ist, weil man da mitgeht, weil man da eine Art kleinen Kurzurlaub macht, weil man das Gefühl bekommt, dass man da eben an der Nordsee ist, das Meer um sich herum hat, man riecht auch förmlich die Luft. Ich finde, das hat Julie Peters wirklich sehr, sehr gut gemacht, das hat mir viel Spaß gebracht und hat mich eben auch ans Meer gebracht. Die Handlung ist manchmal so ein bisschen weit an den Haaren herbeigezogen und ich muss da ehrlich sagen, das ist so ein bisschen, muss ich das wirklich haben? Das tut mir auch unglaublich leid, aber es ist natürlich nicht alles eine Perle, was man eben in diesem Genre findet. Und es ist natürlich immer schwierig, so etwas wie das Buch von Janne Mommsen, was ich einfach absolut empfehlen würde, dann im Grunde daraus herauszufinden. Ich fand es okay, also es ist jetzt keine komplette Katastrophe. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es mich so langweilt oder dass ich so genervt wäre, es abzubrechen. Es gab zwar so den ein oder anderen Augenrollmoment, aber diese bildliche Beschreibung macht das natürlich ein bisschen wett. Und gerade so gegen Ende, wenn so die Handlung ihren Abschluss findet, fand ich das wirklich einfach wunderschön gemacht, wunderschön erzählt und hatte da wirklich einfach besonderen Spaß, dann das auch weiterzulesen und zu Ende zu lesen. Und es ist eine schöne Geschichte, natürlich auch für zwischendurch. Aber mein Bedarf ist jetzt tatsächlich erstmal anhand dieser Geschichten gedeckt. Ich hoffe, ich habe jetzt auch nichts mehr auf dem Sub, was das irgendwie angeht. Es kommt ja jetzt demnächst das neue Buch von Jenny Colgan heraus, was ich euch auch in den Neuerscheinungen im Grunde gezeigt habe für Juni. Hier werde ich tatsächlich wahrscheinlich erst im Juli, August zugreifen und es wahrscheinlich auch hören, weil ich finde, dass so Wohlfühlbücher tatsächlich für mich auch besser klappen, wenn ich sie höre, als wenn ich sie lese. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, vielleicht wollt ihr das mal in die Kommentare schreiben, insofern ihr Hörbuchhörer seid, ob ihr da spezielle Vorlieben im Genre habt, lasst mich das gerne mal wissen. Es war ein gutes Buch, was man lesen kann, aber nicht lesen muss. Ja, und das war es jetzt auch in dieser Woche schon mit den Büchern. Was ich euch gerne als kleinen Neuzugang von dieser Woche zeigen möchte, ist ein Buch, das mich in Frankfurt direkt fasziniert hat und ich auch die Autorin kennengelernt habe. Und da es in keiner der Challenge-Videos auftauchen wird,
dachte ich, ich zeige es euch jetzt einfach mal kurz, dass ihr seht, was ich so in Frankfurt erbeutet habe. Und zwar Insane. Wie ihr seht, es sieht echt mega aus. Das Buch von Kerstin Merkel, die ja Buchhändlerin in unserer Hugendubel-Filiale ist und uns eben auch am Samstag durch die Buchhandlung geführt hat. Und wir haben bereits am Freitag erfahren, ja, dass die Autorin im Grunde vor Ort ist. Und ich war total fasziniert von dem Cover, von ja, der lieben Kerstin Merkel selbst und auch vom Klappentext, der einfach mega spannend klingt. Es ist High Fantasy, gefühlt at his best. Es sieht einfach, also es ist nicht nur optisch wirklich, finde ich, ein Highlight im High Fantasy Bereich, sondern auch wirklich so der Klappentext. Und ich habe schon in die ersten 10 Seiten gelookt und man hatte ja ein bisschen Zeit in der Buchhandlung. Und ich fand es mega, mega schön und lieb, ja, dass mir das die liebe Kerstin direkt auch signiert hat. Und ich freue mich, dass jetzt in den nächsten 4-5 Wochen anzugehen. Es ist natürlich ein Wälzer und man muss sich da auch einfach die Zeit nehmen. Und ich bin ja tatsächlich auch jemand, der High Fantasy gerne im Sommer liest, einfach im Garten 2 Stunden Bücher, Geschichte wegsuchtet und da einfach zur Entspannung kommt. Und ich bin da mega gespannt drauf. Ich freue mich da sehr, ich freue mich über diesen Neuzugang und bin wirklich gespannt. Es ist auch schon für den Herbst ein neues Buch von Kerstin Merkel geplant, wo ich auch schon das Cover gesehen habe, was ebenfalls einfach Hammer aussieht. Und ja, ich bin einfach so schon hin und weg und auch einfach von dieser sehr sympathischen Begegnung und ja, dass man das manchmal eben tatsächlich erlebt, dass man so gefühlt mit Menschen einfach so auf einer Wellenlänge ist. Und das passiert nicht so oft im Leben, finde ich. Ja, es kommt schon immer mal vor und das merkt man auch gerade zum Messen oder bei solchen Terminen. Aber das war wieder so etwas Besonderes und hat mich einfach sehr gefreut, ja, dass ich dieses Büchlein ja jetzt sozusagen auch schon in Händen halten kann und auch ganz, ganz bald lesen möchte. Ja, ein bisschen Serie gesuchtet habe ich in dieser Woche auch, nämlich Big Little Lies. Die erste Staffel gibt es auf Sky und ich habe ja eigentlich das Buch irgendwo von Liane Moriarty hier liegen, Viele kleine Lügen. Ich glaube, so heißt es das Buch. Und mir wurde aber vermehrt jetzt 3-4 Mal abgeraten, das Buch zu lesen, sondern ich soll einfach direkt zur Serie greifen. Und das haben mir nicht nur Zuschauer unter das damalige Neuzugänge-Video geschrieben, beziehungsweise war es ja, glaube ich, ein Rebuy oder Medimobs Unpacking, sondern auch 2 Freundinnen haben mir gesagt, nachdem sie die Serie gesehen haben, die das Buch kannten, weil das Buch ist ja schon ein bisschen älter, haben gesagt, Steffi, lese es nicht. Und eigentlich bin ich jemand, der ja vor einer Verfilmung gerne die Geschichte gelesen hätte. Bei Game of Thrones hat es ja nicht so geklappt, aber hier dachte ich eigentlich schon, da wirst du erst das Buch lesen. Habe mich aber tatsächlich von einer Meinung ja sehr überzeugen lassen und danke da auch meiner Freundin für, die so 2-3 sehr ausschlaggebende Argumente gebracht hat, das Buch nicht zu lesen, sondern einfach diese geile Serie anzugucken. Und da sie auf Sky läuft und wir Sky haben, ja, war das natürlich auch gar nicht schwierig, sich das anzugucken. Und so habe ich die 10 Folgen, was es glaube ich waren, auch weggesuchtet, was unter anderem auch an diesem geilen Cast liegt. Es spielen mit Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley. Wer sie nicht kennt, das ist Hazel Grace aus Das Schicksal ist ein mieser Verräter und Triss aus Die Bestimmung. Dann spielt mit Alexander Skarsgård. Ich glaube, ich muss nichts mehr zu der Familie Skarsgård sagen. Ich liebe da vom Papa über die Söhne, bin ich da ein riesiger Fan. Oder sind das nicht sogar dann schon zum Teil die Enkel? Ich bin da gerade so ein bisschen raus. Aber auch Alexander Skarsgård hat mir auch sehr in dem einen Film gefallen, wo er einen stummen irgendwas gespielt hat. Ich krieg's nicht mehr hin, das ist schon ein Stückchen her. Und es spielt auch die Tochter von Lenny Kravitz, Zoe Kravitz, mit die man unter anderem auch aus Die Bestimmung kennt und noch viele, viele andere grandiose Schauspieler. Es spielt im kalifornischen Monterey, was schon ein bisschen anders ist als zur Vorlage, die, glaube ich, ja in Australien spielt, was ich jetzt aus deutscher Sicht, ist mir egal, ob Australien oder Kalifornien. Und die Serie war ja auch der absolute Abräumer bei den Golden Globes und Emmys dieses Jahr. Egal, ob es die beste Miniserie war, beste Regie, ich glaube auch Nicole Kidman und Alex Skarsgård haben Preise gekriegt, auch die Kostüme. Und es ist eben eine Geschichte erzählt, dass man im Grunde schon von Beginn an weiß, dass es hier einen Mord gab auf einer Benefizskala. Und im Grunde so
der Fall dann eben erst aufgelöst wird. Also wir haben hier diesen Mord, und das ist ja, da gibt es auch einen ganz besonderen Begriff dafür, den ich mir aber jetzt nicht gemerkt habe, der so ganz klassisch ist, und dass man dann eben mit Rückblicken die Charaktere kennenlernen, die eine Rolle spielen, die vielleicht sogar verdächtig sind, verdächtig wirken. Und es tun sich hier unglaublich menschliche Abgründe auf, wie ich fand. Alleine die Rolle von Nicole Kidman war, glaube ich, nicht sehr einfach zu spielen, und von Alex Skarsgård. Das sind einfach zwei sehr, sehr, sehr interessante Charaktere gewesen. Auch Reese Witherspoon, die so eigentlich diese Helikoptermutter ist, aber merkt, oh, meine Kinder funktionieren jetzt irgendwie ohne mich. Die irgendwie noch an ihren Ex-Mann hängt, der aber frisch verheiratet ist, auch ein eigenes Kind hat. Sie auch frisch verheiratet, also neu verheiratet, schon ein paar Jahre, aber immer noch so darum irgendwie kreist. Und manchmal denkt man sich auch, Leute, seid ihr alle kompliziert? Dann denkt man sich wieder, ja, so ist das wahre Leben, aber tatsächlich, es funktioniert nicht alles wie in einem Happy End geformten Roman. Und man merkt dann eben einfach, dass so eine Gesellschaft eben funktioniert, dass es diese Menschen gibt, dass das nichts Außergewöhnliches ist, dass das keine Helden sind, dass das keine Übermenschen sind, sondern es sind Menschen wie wir, so, ja, mehr oder weniger, es kommt jetzt darauf an, welchen der Charaktere wir hier ranziehen, und dass es das eben gibt. Es gibt Beziehungsprobleme, es gibt Probleme mit den Kindern, mit den Eltern, mit Freunden, es gibt Intrigen, es gibt Falschheit, es gibt auch einfach ehrliches Gefühl, und es gibt so eine Bandbreite, und hier muss ich wirklich sagen, dass mich die Serie wirklich total gepackt hat, sehr gefesselt hat, dass das auch keine Serie war, die ich morgens so beim Fertigmachen angucken konnte, weil es einfach so spannend war, dass man hingucken musste förmlich, und so habe ich die wirklich so immer abends genossen, meistens schon so im Bett liegend mit Sky Go, was ja auch eine sehr geile App ist, wenn man eben Sky hat, dass man die dann eben auch sich so bequem sich das angucken kann, und ich fand es großartig. Mir hat die Serie mega, mega gefallen, das Ende, die Auflösung, es war absolut packend, spannend, und immer tun sich neue Dinge auf und man versucht da so zu kombinieren, und ja, also wirklich Hammer, 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 kann ich absolut nur empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob es da eine zweite Staffel geben wird. Das Buch wird ja, denke ich, jetzt auch erzählt sein. Vielleicht könnte man es weiterspinnen, aber es ist ja auch als Miniserie sozusagen deklariert. Ich denke mal, dass das auch dabei bleiben wird. Also absoluter Tipp, wer Sky hat, guckt sich diese Serie einfach mal an. Ich denke mal, die wird auch über Sky Ticket verfügbar sein, und ich weiß gar nicht, ob es die als DVD oder sowas gibt, aber ja, guckt euch das absolut an, und ich glaube, es war wirklich eine gute Entscheidung, nicht das Buch zu lesen. Ich möchte jetzt auch gar nicht auf die Gründe oder so eingehen. Ich denke, das muss auch jeder für sich selbst einfach wissen. Ich denke mal, dass das Buch von meinem Sub runterfliegt und ich einfach die Serie als sehr, sehr geile Serie in Erinnerung behalten werde. Und das war es gefühlt jetzt auch schon von der letzten Woche. Musiktechnisch haben mich immer mal ein paar gefragt. Aktuell bin ich ein absoluter Suchti vom neuen Lied von Max Giesinger. Ich mag das neue Lied von Vincent Weiss. Ich stehe auf das neue Lied von Pink, von Lady Gaga, Joanna. Das Album ist sowieso der Hammer. Und Joanna finde ich einfach mega. Und auch das neue französisch klingende Lied von Namika. Da ist aber wirklich nur der Titel französisch und alles andere ist dann deutsch. Und das finde ich, das sind so sehr geile, ja, Tanzsongs, Mitsing-Songs und Legenden von Max Giesinger. Ist für mich wirklich ein Lied, was mich ganz tief im Herzen getroffen hat und tatsächlich auch was zum Nachdenken gemacht hat. Und ich mal gucken, was das noch so mit sich bringt, das neue Album von ihm. Der Mann kann für mich auch wirklich Texte mit Melodien und Stimme das so vereinen, das macht er wirklich großartig. Für mich ein ganz, ganz großer, und ich hoffe, dass wir noch lange was von Max Giesinger haben. Ja, das so ein bisschen musiktechnisch, Filmtechnik war nicht, zwei Wochenende ja sowieso nichts gelesen, ein bisschen Hörbuch gehört habe ich auf der Reise, Die Meisterin, ein Hörspiel von Markus Heitz, das erfahrt ihr dann in der nächsten Bücherwoche, und ich denke, das war's jetzt. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Freut euch auf die Kings-Jana-Videos. Guckt mal bei Paddy vorbei. Guckt euch den Hangout an, den ich auch schon so wieder zur Hälfte geguckt habe. Weil man bekommt es, wenn man live in diesem Hangout ist, gar nicht alles mit. Und es war einfach Wahnsinn. Also es war wirklich ein ganz, ganz tolles Wochenende. Und ja, vielleicht seid ihr ja auch in Berlin dabei. Guckt einfach mal, ob ihr das zeitlich irgendwie schafft. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und
Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.